Das Betreuungsgeld sollen Eltern von Ein- und Zweijährigen bekommen, die ihre Kinder nicht in eine Kita schicken. Das hält die Arbeiterwohlfahrt für genau den falschen Weg und beruft sich auf eine Studie zur Kinderarmut. Diese zeigt, dass gerade benachteiligte Kinder Anlaufstellen wie Kitas brauchen, um einen Weg aus der Armut zu finden. Im Auftrag der AWO wurden 900 Kinder 15 Jahre lang begleitet. Unbeschwertes Spielen, Essen, musische Ausbildung, Nachhilfe. Arme Familien nehmen die kostenlosen Angebote von sozialen Einrichtungen wie dem Jonashaus in Berlin gern an. Das erleichtert den Start ins Leben, wenn das Geld fehlt. Grundsätzlich gilt, ein Aufstieg ist möglich. Also arme Kinder werden nicht zwangsläufig zu armen Jugendlichen, sagt die Langzeitstudie. Die Hälfte der armen Kinder sind nach wie vor arm. Sie leben in sehr schwierigen Lebensverhältnissen. Die andere Hälfte ist aus diesen Verhältnissen herausgekommen. Die Hälfte also kann sich aus der Armut befreien. Dabei besonders erfolgreich, und das ist die Überraschung, sind arme Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die besuchen beispielsweise häufiger das Gymnasium und Gesamtschulen als arme Jugendliche deutscher Herkunft. Die Wohnumgebung ist besser. Sie rauchen und trinken weniger, sind subjektiv zufriedener. Migration an sich ist noch kein Armutsrisiko. Da sind oft noch Familien, die zusammenhalten, wo ein soziales Netzwerk auch existiert. Es ist häufiger, wenn eine Mutter alleinerziehend ist oder auch ein Vater alleinerziehend ist, was auch vorkommt. Und dann, wenn dann die finanzielle Not dazu kommt. Dann ist eine erfolgreiche Zukunft des Kindes gefährdet. Im Jonashaus arbeiten Lehrer und Erzieher eng zusammen. Genau das fordern die Verfasser der Studie vom Staat. So werde das Kind optimal gefördert, unabhängig davon, ob die Familie arm oder reich ist.